Na hallo, heute kaufen wir mal tütenweise Bonbons. Und das für eine Proportionaltabelle. Also große Bonbons und das gleich tütenweise. Unsere Tabelle, die Zahl der Tüten und der Preis. Eine Tüte kostet 1,50, das weiß ich. Und mathematisch heißt das, einmal 1,50 Euro ergibt mir den Preis. Der Preis für zwei Tüten, 2 mal 1,50, bringen 3 Euro. Ja, und so weiter. Also, Zeile für Zeile mit 1,50 Euro mal genommen und wir erhalten den Preis. Proportionale Größen zeichnen sich dadurch aus, dass in jeder Zeile der gleiche Proportionalitätsfaktor gilt. Also in allen Zeilen haben wir als Proportionalitätsfaktor dieses mal 1,50. Okay? Und wichtig ist noch eins, auch für die 0 mal 1,50 kostet nichts. Wir haben also bei den proportionalen Größen immer das Paar 0,0 mit dabei. Wichtig! Bei den Matheaufgaben sind aber die Tabellen meistens nicht komplett, da heißt es dann in der Aufgabe Proportionaltabelle ergänzen. Reden wir über kleine Bonbons und unsere Tabelle, ja, ist wirklich nicht komplett. Ich weiß, kein Proportionalitätsfaktor und ansonsten fehlen da auch eine ganze Menge Zahlen. Erster Schritt. Ich suche mir eine Zeile, bei der die beiden Informationen da sind. Hier haben wir sie. Für 4 Tüten bezahle ich 2 Euro. Das hilft mir weiter. Also 2 Euro ist der Preis von 4 Tüten. Und jetzt kommt meine Nebenrechnung. Ich muss also die 2 Euro auf 4 Tüten aufteilen. 2 geteilt durch 4, 0,50. Damit habe ich den Proportionalitätsfaktor raus. Also 4 mal 0,50 ergeben mir 2 Euro. Wenn ich das jetzt weiß, 0,5 ist der Proportionalitätsfaktor, dann gilt der bitteschön auch in allen anderen Zeilen. So, 1 mal 0,50, 5 mal 0,50, 9 mal, 15 mal 0,50. Okay, und die 0 nicht vergessen. 0 mal 0,50 ist natürlich auch wieder 0. Haben wir die eine Seite schon voll, aber auf der anderen Seite fehlt noch was. Dann müssen wir halt rückwärts gehen. Gegenteil von mal 0,50 ist also geteilt durch 0,50. Hier haben wir die nächste Nebenrechnung. 1,50 Euro geteilt durch 0,5. Na, und das ist 3. Klar, 3 Tüten kosten 1,50 Euro. So, und jetzt können wir diese Rückwärtsrechnung 3,50 Euro geteilt durch 0,50 weitermachen, da kommen wir auf 7. 4 geteilt durch 0,5 bringen uns 8. 6 geteilt durch 0,5 die 12. Okay, jetzt haben wir unsere Tabelle komplett.